Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Ray4B und ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zu meinem Mini-Let's Play von Assassin's Creed Unity. Alle haben darauf gewartet, vor allem die Anhänger der Assassin's Creed-Reihe, und jetzt ist es endlich da. Wir spielen es auf PC. Ich habe mal 10 Folgen eingerechnet und wir starten direkt ins Abenteuer. Die Vergangenheit ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung. Und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix. Wo die Geschichte Ihr Spielplatz ist. Developed by Abstergo. Also haben wir es logischerweise mit Abstergo mal wieder zu tun. Helix, hier können wir also aussuchen, was wir wollen. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Guck mal hier, Washington und der Wolf. Der kommt uns doch bekannt vor. Genauso wie hier oben rechts der einsame Adler. Gut, aber... ne, und guck mal hier, der Teufel der Karibik. Hallöchen. So, aber ich würde sagen, es war nur hier oben die Tragödie des Jacques de Molay. Jacques de Molay. Der letzte der heldenhaften Tempelritter war ein Mann mit Grundsätzen, ein großer Geist von jenen hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Jawohl, und das werden wir dann direkt mal spielen. Ich bin ja mal gespannt, wie die Grafik aussieht. Ich weiß auf jeden Fall eins: Wenn es zu Lags kommt, liegt es nicht an meinem PC, sondern am Spiel. Angeblich arbeitet da auch der Entwickler dran, Patches rauszuhauen, dass es flüssiger läuft. Also, ich bin mal gespannt. Paris, 13. Oktober, 1307. Ein Freund des Tempels. Florac, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Sieht nach einer Falle aus. Nicht schon im Kerker verrottet. Ich verstehe es kaum. Ja, war ein Trick und eine Falle. Coole Kameraführung. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter. Verteidigt den Tempel. Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit. Ein Spezialauftrag. Und wir spielen wieder einen Templer. Kommt mir bekannt vor. König Philipp geht schneller vor als erwartet. Hm. Sind andere Finger im Spiel. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Wir erleben den Morgen nicht. Doch halt ihr euch, retten wir den Orden. Was muss ich tun? Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Buch. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Großmeister, geht! Alles klar. Sieht sehr schön aus. Vor allem das Feuer. Wir rennen jetzt einfach mal hier durch. Das interessiert uns alles. Sollte uns jemand angreifen, dann töten wir natürlich die Templar-Artefakte. Stopp die Brücke! Halt! Verdammt! Ich muss irgendwie hinein.
Da steht einer. Will er mich angreifen? Ach, interessiert mich nicht. Wir rennen jetzt mal hier hoch. Aha, gut. Ah, sehr elegant, Moment. Aha, aha, aha. Okay. So. Oh! Ich glaube, hier soll ich nicht lang, oder? Naja. Assassin's Creed, meine absolute Lieblingsspielreihe. Also da habe ich jedes Assassin's Creed habe ich gespielt. RT und A hochblättern, okay. Ach, guck mal da. Eine Rauchgranate, das war wohl ein Assassiner. Und den verfolgen wir jetzt mal. Denke ich, dass es richtig ist. Ja, finden. Der Turm. Sie haben den Turm gestürmt. Sie haben... Atmete er noch kurz raus. Den Assassinen töten. Und da ist er. Vor allem cool, der landet da drin und wir stürzen halb in den Tod. Komm her, mein Schatz. Krieg dich. Auch wenn ich ein absoluter Assassinen-Fan bin, bin ich jetzt in der Rolle eines Tempelritters und muss dich leider töten. Es tut mir leid. Aber dafür werde ich dann später wahrscheinlich Assassine sein. Dann werde ich euch, werde ich rächen. Ah, kleiner Drecksack. Versteckte Klinge. Drücken. Ja, was ein Schwert der Typ hatte. Wieder ein bisschen hier ins Bild zurück. Ach, du Luder. Ja, er kämpft mit anderen. Aber guckt euch mal das Schwert an, was der Typ hatte. Hat das mit, musste das mit zwei Händen festgreifen. Alter. Komm her. Sein Todesurteil, gehe ich mal davon aus. Oh, übel. Wie unfair ist das denn? So, wir haben das Buch und das Schwert war wahrscheinlich das Artefakt, was wir wegbringen sollten. Ich meine, hey, wenn ein Schwert sowas kann, dann kann es bloß ein Artefakt sein. Ich bin ja immer wieder fasziniert von diesen Geheimmechanismen. Und ich muss sagen, die Grafik sieht einfach nur geil aus. Wir spielen das Spiel auf hoch, also alles auf hoch, es gibt auch noch sehr hoch. Sehr hoch können wir aber nicht spielen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, mein System würde das nicht mitmachen. Obwohl schon ein gutes System ist. Allerdings ist halt wirklich das Problem, dass da, es gibt viele, die sich da echt drüber beschwert haben. Und, dass es nicht am PC liegt, dass es laggt, sondern, dass es, am Spiel liegt. Und den haben sie gefangen genommen, na super. Oh. Und wir sind tot. Tja, ich hab's nicht dabei. Also, ich hab durchgehend 30 Frames. 7 Jahre später. Oh, das sieht auch gut aus. Da wird wohl jemand verbrannt. Dass man da immer so ein Fest draus macht, wäre unfassbar. Papst Clemens, hört mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Die Pupillen sehen schon echt krass aus. Verschlungen,
fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Hm, wie schade. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpinkt, hol mich raus. Okay, ich habe ein Bild. Hallo, du bist bestimmt verwirrt, also mache ich's kurz. Ich bin Bishop, nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlen, Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, Ladegensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe ansehen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Da bin ich ja persönlich echt drauf gespannt, wenn ich da selbst entscheiden kann, bin ich mal gespannt. Aber hoffentlich lernen wir dieses Mädel nochmal kennen. Zuckerpuppe. Boah, Wahnsinn. Versailles, 27. Dezember 1776. Also wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Und er sieht einfach, hallo Spanferkel. Arnaud? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno, keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Genau, weil ein kleiner Junge, der jetzt eine Viertelstunde warten muss, ja, für den das eine Ewigkeit ist, vor allem in so einer Umgebung, ja, als ob der nicht irgendwas jetzt treibt. Also ich würde da nicht sitzen bleiben. Und ich hatte zwischenzeitlich echt sogar bloß 25 Frames, also da gibt's schon ein bisschen Einbrüche. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Oh, was lacht da? Ein Mädchen. Und natürlich die Mädels. Es sind immer die Mädels, die uns in die Scheiße reiten. Hundertprozentig. Folgen. Gut, machen wir. Willst du da einfach sitzen bleiben? Komm schon. Ach, es war so klar. Die Mädels, weil, wisst ihr, die Mädels sind immer die, die uns irgendwas anstiften, dass wir uns beweisen. Och, Kind, ist Spanferkel. Hat doch jetzt nicht sein müssen, oder? Schneller. Ich renn ja schon. Weißt du, die stacheln uns immer an, dass wir ihnen immer was beweisen sollen und dann kriegen wir voll auf die Nüsse. Naja, was tut man nicht alles für die hübschen Mädels? Ich wette, du klaust keinen. Was habe ich eben noch gesagt? B stehlen. Dann drücken wir mal B. Ach, guck mal, da steht eine Wache. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Unterbrechen Sie in sich Kontakt, um einen letzten bekannten Aufenthaltsort zu erzeugen. Okay, das ist neu. Das gab's nicht bei Black Flag. Ah, das war dann wohl eben der letzte Aufenthaltsort. Und das sucht er jetzt wohl. Machen wir mal weiter. Ich habe halt jetzt auch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Vielleicht hier zurück, aber da ist Tor zu. Wenn sich das Symbol über dem Kopf eines Gegners gelb füllt, wird er misstrauisch. Wenn es komplett rot gefüllt ist, wird er angreifen. Ach, und jetzt ist es offen. Schön. Sprechen. Ach, renn doch nicht weg. Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arno. Elise. Ich begleite
meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hör doch. Keine Bange, hier drin werden sie uns nie suchen. Es war meine Schuld. Ich hab den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen. Ich hab den Apfel genommen. Oh, du bist ein dämlicher Typ. Herausfinden, was da vor sich geht. Ein Tumult. Ich hoffe, dass diese traurige Affäre eure Meinung von unserer Nation nicht beeinträchtigt. Beurteilt Nationen nach dem Charakter ihrer. Da liegt jemand, oder? Und ihr müsst alle barbaren. Komm her, Kid. Sofort. 5 vor. Vater? Ich hab da ein ganz dummes Gefühl. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Das ist unser Vater. Komm mit, Junge. Arno, sieh mich an. Ach, was ist denn das für ein beschissener Auftakt? Also wir kennen es ja von, wo wir den Indianer-Assassinen spielen, ich weiß gar nicht. Weiß gerade mal, das war vor dem letzten jetzt, glaube ich. Vor Black Flag war das. Da stirbt ja auch irgendwann die Mutter oder so, ja. Aber so früh. Oh Mann, ey. 13 Jahre später. Du kannst nicht ehrlich verlieren. Also wirst du zum Dieb, du Bastard. Nur die Ruhe, Viktor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Viktor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann. Mach mal halt. Was soll ich dazu sagen? Die Welt ist nicht gerecht. Wir sind in Frankreich. Dazu sage ich nichts. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Maréchal. Warte doch mal. Ich mach schon weg. Ah, ich wollte gerade eben sagen, das sah nämlich aus wie so ein typischer Dieb. Bisher bei Assassin's Creed mit dieser Kappe und so weiter. Habe ich erst gedacht, es wäre ein Dieb, der jetzt RT halten und durchqueren. Ah, okay. Und drunter. Yeah, cool. Geil. Also mir gefallen auch bis jetzt diese Bewegungsabläufe. Das ist ja cool. Sieht wesentlich flüssiger aus und dynamischer. Nicht rammen lassen, Objekte über- und unterqueren. 4 oder 5. Okay. Sehr schön, das haben wir erledigt. Wir sollen es nicht rammen lassen, ne? Mit B rammen. Hammer. Ein dummer Schmied wie du kann die Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal! Warte kurz. Nein. Und wir hauen ab, also es ist rot. Aus dem Gebiet fliehen und, Anno. Boah, geh doch mal weg, hey. Mann, du blöder Penner, du. So, dann gehen wir hier mal direkt. Hallo? Geh doch mal da hoch jetzt. Also manchmal, gell? Was hier einen auf dicken Hengst? Das war eben. Alter! Ah, eben schöner Hänger. Habt ihr das ja eben gesehen? Diese dynamische Bewegung von dem Typ? Das war ja nur geil eben. Zum Anwesen von Della Serre gehen. Das ist da hinten. Also es gefällt mir alles sehr, sehr gut. Sowohl grafisch als auch dynamisch, ja, also diese Bewegung
Wahnsinn. Ich bin begeistert. Was mich natürlich echt stört, sind diese ab und zu... Also jetzt aktuell muss ich mal kurz gucken. Ich bewege mich mal kurz. Nee. 30 Frames. Ja, geil. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Messire. Er hat gestohlen! Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Oh, hallo. Bitte nicht so an. Ist das unsere kleine Freundin? Wenn er Karten spielt, das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Marie-Chaussee auf mein Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal, das siebte. Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. Natürlich. Elise. Erinnerungen an Versailles abgeschlossen. Schön. Und damit würde ich sagen, machen wir den ersten Break. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Let's Play Assassin's Creed Unity.